dieser Krieg wird erst dann enden, wenn Hamas ausgelöscht ist, was absurd ist. Ja, Seppi, es gibt natürlich Menschen in Gaza, die gegen die Hamas demonstrieren. Allerdings sind das nicht so wirklich viele, weil die Angst haben, dass sie dann ermordet werden. Das ist ja eines der wenigen Faktums, die Tobias Huch korrekt wiedergibt. Wenn du dich gegen die Hamas auflehnst, also oder arabisch Hamas, wenn du dich dagegen auflehnst, dann wirst du einfach mal von einem Dach geschmissen. Das stimmt ja. Das ist ja nicht gelogen. Das ist das Schlimme an Tobias Huch. Er vermischt Lüge und Wahrheit. So, und wenn du dann als Demonstrant, Protestant oder auch Aufmüpfiger von der Hamas-Regierung vom Dach geschmissen wirst als Strafe, dann überlegen sich das andere Protestanten dreimal, ob sie das tun. Das ist aber eine Sache, die die Hochfollowerschaft zum Beispiel nicht versteht. Denn die behaupten ja, die können doch demonstrieren. Nein, können sie nicht. Die können sich doch dagegen wehren. Nein, können sie nicht. Erklär mir, wie sich ein 12-jähriges Kind dagegen wehrt. Erklär mir, wie sich ein 5-jähriges Kind dagegen wehrt. Erklär mir, wie eine alte, schwache Frau im höheren Alter, also 50 plus, gegen Hamas wehren soll. Wie? Wie sollen die sich wehren? Ich würde das ja gerne übernehmen. Ich würde gerne übernehmen zu sagen, yo, stimmt, die könnten demonstrieren und sich wehren. Aber keiner gibt mir eine Antwort darauf, wie. Wie sollen sie es machen? Wie wehrst du dich gegen Hamas, wenn die alle Waffen haben? Wie wehrst du dich, wenn die die ganzen Vorräte und Essensvorräte haben und die Medizin, von der du vielleicht sogar abhängig bist? Wie wehrst du dich dagegen? Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Guck doch mal in den Jemen. Die Houthi sind ja auch nicht die offizielle Regierung. Und die Bevölkerung im Jemen ist so schon arm dran. Und dann sollen die gegen eine hochgerüstete Houthi-Rebellenarmee vorgehen? Wie soll denn das funktionieren? Das ist absolut utopisch. Das ist völliger Schwachsinn. Und hier fehlt mir einfach die Objektivität von allen. Gerade was Tobias Huch angeht. Das ist Bullshit. Keiner demonstriert in Gaza gegen die Hamas. Ja, schön, wow. Die können sich natürlich auch über den Haufen schießen lassen. Beim nächsten Mal demonstrieren dann nicht 100, sondern noch 10 Leute. Dann werden die über den Haufen geschossen. Und dann demonstriert niemand mehr. Fakt. Und nachdem sie ausgelöscht sind, dann werden wir aufhören. Und dann werden wir die Schutzmacht sein, ja, über Gaza. Und dann werde ich mich Fragen stellen, kritischen Fragen stellen. Das wird alles kommen, aber erst nach dem Krieg. Und deshalb hat er gar kein Interesse dran. Und Tobias Huch hat auch kein Interesse, dass dieser Krieg endet, sondern er hilft ja seinen IDF-Freunden dabei, dieses Narrativ aufrechtzuerhalten und damit die israelische Regierung zu schützen. Das Schlimme ist ja auch, dass der Hans Maulwurf, also der Pressesprecher Maulwurf aus Berlin, genau die gleiche Scheiße redet, nur noch mal einen Tacken schlimmer. Da könnt ihr euch schon mal auf ein Video freuen, das ist der absolute Wahnsinn. Ruhe und um Frieden, sondern da geht es eigentlich darum, dass man... Der faked sogar Nachrichten und Profile. Aber das zeige ich euch Donnerstag, das ist der absolute Knaller. Es einseitig Israel beschuldigt, irgendetwas zu machen, wie Genozid oder so, was jetzt auch gerade vom Internationalen Gerichtshof nicht mal ansatzweise belegt ist, sondern... Das ist ja wieder falsch. Guck mal, er lügt hier einfach wieder. Und dafür echt Props an Tobias Huch. Er kann wirklich ohne Rot werden lügen und das wirklich bierernst rüberbringen und erzählen, was er doch für ein krasser Einordner ist und wie neutral und objektiv er ist, obwohl er gerade die größte Scheiße von sich gibt, die so nie stattgefunden hat. Der Internationale Gerichtshof hat wörtlich gesagt, dass es in den Vorkommnissen und Taten, die in Gaza begangen worden sind von der IDF, plausible Anzeichen dafür erkennt, dass genozidales Verhalten vorliegt. Das ist der Tenor
von dem, ich will das nicht Urteil nennen, weil es ist kein Urteil, von dem Beschluss, nennen wir es Beschluss, von dem Beschluss vom Internationalen Gerichtshof. Das ist der Kern. Natürlich wollte Südafrika auch, dass die Kampfhandlungen eingestellt werden, dass es eine Waffenruhe gibt und dass sie alle Handlungen einstellen, das mit Kämpfen zu tun hat. Aber der andere Kern war eben auch, dass festgestellt wird, dass es Anzeichen eines genozidalen Verhaltens gibt und das ist bejaht worden. Und dementsprechend ist der Fall eben nicht geschlossen worden, sondern man sagt, wir gehen dem weiter nach. Das Gericht hat auch ganz klar gesagt, dass das Jahre dauern wird. Und dass das Gericht hier in der ersten Instanz erstmal nur feststellt, ob es überhaupt zuständig ist, ja. Dann, ob das palästinensische Volk überhaupt unter die Genfer Konvention bzw. Völkerrechtskonvention fällt, ja. Also hier hat Tobias Huch nochmal einen Beweis dafür bekommen, dass gerichtsfest, wie er das immer so schön sagt, gerichtsfest bestätigt bekommen, dass das palästinensische Volk ein Volk ist, das schützenswert ist, das unter die Völkerrechtskonvention fällt und dementsprechend Israel eben nicht tun und lassen kann, was es will. Das war eine herbe Klatsche für Israel, das muss man ganz klar so sehen. Völlig egal, wie man zur IDF und zum Staat steht, wenn man vernünftig, objektiv an die Sache rangeht, war das ein Schlag ins Gesicht für Israel und für alle pro-israelischen und zionistischen Menschen wie Tobias Huch und auch Ariel Shalikar. So. Dort hat man ja auch gesagt. Das ist, wenn Leute es nicht wissen und dann so etwas hören, also ich würde gerne auch mal direkt sagen, mit ihm sprechen und sagen, Herr Huch, glauben Sie an das, was Sie gerade sagen? Guck mal, er sieht's ihn. Er sieht's ihn? Okay, ja, Tobias, glaubst du an das, Derby. Das was du gerade sagst? Ist das ein voller Ernst? Das ist das Statement des Internationalen Gerichtshofs, ja, zu dieser Sache. Ja, und sie haben gerade genau das Gegenteil von dem gemacht, was er gerade behauptet. Das heißt, es ist einfach eine blanke Lüge. Es ist eine blanke Lüge, die der... Ich finde das wirklich gut, dass sie in der Reaktion alles belegen, was sie sagen und zeigen. Dass keiner sagen kann, wo hast du das denn jetzt her? Tobias, das gefällt mir sehr, sehr gut. Was Ruf von sich gibt. Was soll das denn? Südafrika, nicht die Palästina, Südafrika hat eine Klage eingereicht quasi, ja, im Internationalen Gerichtshof und hat gesagt... Da, das finde ich auch gut, das ist nämlich genau der Satz, der auch dann später in dem Beschluss, in dem Beschluss zu finden ist. At least some acts appear to be capable of falling with the Genocide Convention, President says. Punkt. Allein dieser eine Satz widerlegt Tobias Huchs komplettes IGH-Video, was er hochgeladen hat. Nur dieser eine Satz, das würde vollkommen reichen, um ihm den Finger zu zeigen und zu sagen, du bist ein Lügner. Okay. Wenn man Englisch kann, ich weiß nicht, wie gut Tobias Huch Englisch kann. Wir, Südafrika... Aber er hat sich's ja übersetzen lassen, also müsste er das ja dann eigentlich verstehen. Das ist ein Teil dieser Genozidkonvention, ja, und Israel ist es auch. Und wir... klagen Israel an, dass Israel einen Genozid begeht. Und wir verlangen, ja, dass das untersucht wird, ja, dass es gerichtlich untersucht wird. Ja. Und wir möchten auch quasi, dass alle Maßnahmen, ja, also alle Taten, die quasi auf diesen Genozid gerade hinauslaufen, beendet werden. Ja. Das ist das, was Südafrika angefordert hat. Und das, was jetzt entschieden worden ist, war, dass sozusagen die Richter, und zwar in überwältigender Mehrheit, so 16-2, 15-3, irgendwie, also immer wieder in 16-2. Überwältigender Mehrheit gesagt haben, das, was Südafrika vorgelegt hat, ja, die Klageschrift, ist so plausibel, dass wir dieser Forderung nachgehen werden. Und genau, die vorgelegten Beweise und Anschuldigungen sind so plausibel, dass das Gericht gesagt hat, dass es Events gibt, die unter die Völkermordkonvention fallen, ja. Und jetzt werden... Ja, Hamas und Fatah sind tatsächlich keine Freunde. Die sind tatsächlich sogar gegenüberstehende Parteien. Weil die Fatah wollte eigentlich anstelle der Hamas in Gaza regieren und die Hamas hat sich hochgeputscht mit Gewalt. Deswegen sind die da jetzt auch und deswegen gab es auch die letzten 18 Jahre keine Wahlen. Offiziell quasi Anhörungen stattfinden. Das heißt, im Grunde kannst du sagen, seitdem Yasser Arafat nicht mehr die PLO-Leitung innehatte und sich für den Frieden eingesetzt hat, seitdem ging es da eigentlich richtig bergab. Das gilt aber auch tatsächlich für die Westbank und Ramallah. Das darfst du nicht vergessen. Abbas ist jetzt auch nicht gerade
der beste Führer für die Westbank. Führer ist vielleicht das falsche Wort, also nicht der beste Präsident, Politiker, wie du es auch immer nennen möchtest. Der ist nämlich auch noch von der alten Schule und da müsste eigentlich ein Nachfolger her, weil auch Abbas mittlerweile zu alt für sowas ist. Genau wie Biden zu alt ist, Präsident der USA zu sein. Ja, das muss man einfach anerkennen. Man hat den ersten Schritt hat man akzeptiert. Ja? Das, was Südafrika vorliegt, ist quasi legitim. Das ist sauber. Wir müssen dem jetzt nachgehen. Das heißt, das ist eigentlich das Hauptanliegen Südafrikas, hat das Gericht bestätigt. Ja. Darüber hinaus gibt es andere Anliegen, die darauf hinauslaufen, zu sagen, eben alles soll beendet werden. Ja. Ja, aber jetzt sagt sozusagen das Gericht, ja, das internationale Gericht, so sagt, wir werden jetzt nicht sagen, dass Israel quasi seine Maßnahmen im Gazastreifen stoppen soll, aber wir sagen, sie sollen alles tun, damit nicht sozusagen der Genozid stattfindet. Das heißt, die sollen jetzt die Maßnahmen ergreifen, um quasi diese Casualties ja, zu minimieren oder dass sie gar nicht stattfindet. Und die müssen in einem Monat müssen die Bericht erstatten und sagen und zeigen, inwiefern sie diese Maßnahmen umgesetzt haben. Ja. Und Südafrika kann dann darauf reagieren, nachdem man das über einen Monat hinweg beobachtet hat. Das heißt, in der Hauptsache, ja, also liegt ein Genozid vor, sagt das Gericht, nach dem, was vorliegt, müssen wir davon ausgehen. Ja, gute Frage, Seppi. Ich meine, dass das früher mal so war. Also das war aber noch, das ist länger her. Mittlerweile sind die auch davon abgerückt. Aber das ist für sie immer noch ein Kompromiss. Ja, wegen Hamas und Netanyahu alles komplett ablehnen, wäre eine Fatah bereit, unter gewissen Zugeständnissen Israels eine Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren. Zum Beispiel über die Grenzen von 1967. Und damit würde Israel ordentlich Land verlieren. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Parallel dazu ist die Forderung, wenn es überhaupt eine Zwei-Staaten-Lösung geben kann und soll, die illegalen Siedlungen im Westjordanland, im Negev, hinter der grünen Linie abzureißen und die Israelis, die da sich niedergelassen haben, zurück nach Israel zu schicken. Das wird sehr wahrscheinlich auch nicht passieren. Also hier eine Zwei-Staaten-Lösung hinzukriegen, dann müsstest du die Knesset komplett austauschen, Punkt 1. Du müsstest Hamas, Fatah und alles andere, was da noch so ist, der, wie heißen diese anderen, islamische Dschihad zum Beispiel, alle weg. Die dürften also nie wieder da rein. Die müssten, ich weiß nicht, was du mit solchen Leuten machst, wegsperren, weil sie Terroristen sind oder so, irgendwie so. Und dann bräuchtest du für eine Übergangszeit eine Blauhelm-Mission oder eine UN oder EU oder wer auch immer sich da bereit erklärt. Und dann müsste man den Teil erstmal stabilisieren in der Westbank. Und vor allem, das ist viel wichtiger, du müsstest die Mauern abreißen. Sowohl um Gaza als auch um die Westbank. Du müsstest die ganzen Checkpoints kaputt machen, auflösen, die ganzen Waffen einsammeln. Und dann kannst du vielleicht in 30 Jahren von einer friedlichen Lösung sprechen. Kurzfristig wird das definitiv nichts. Leider. Wir müssen es untersuchen, weil die Beweislage recht eindeutig ist. Ja. Und vielleicht für die Leute, die da nicht in dem Thema sind. Wenn man feststellen möchte, ob irgendwo ein Genozid vorliegt, dann braucht man sozusagen zwei Elemente. Einmal ist es wichtig zu schauen, ob die Absicht zu einem Genozid quasi formuliert worden ist. Mhm. Irgendwo, ob das jetzt in der Presse ist, ob das Allgemeinmedien, ob das Politiker sind, ob das Militär ist, wurde diese Absicht formuliert. Und das Zweite sind eben die Taten, on the ground. Was ist tatsächlich passiert? Und guck mal, ich finde das interessant, was er gerade gesagt hat, ne? Weil Tobias Huch redet hier immer davon, es gibt keine Absichtserklärung. Das, was unten in Gaza passiert und was die IDF da macht, ist ja nicht absichtlich, sondern das ist die klassische Reaktion, wenn jemand angegriffen wird, dann gehst du halt so vor. Das ist quasi das, was Tobias Huch sagt. So, er sagt jetzt hier, was finde ich ganz spannend eigentlich und auch richtig, er sagt jetzt, es reicht aus, den Genozid zu verkünden. Zum Beispiel in der Presse. Und wenn jetzt ein Yoav Gallant, das ist glaube ich der Verteidigungsminister Israels, sich hinstellt und sagt, wir kämpfen gegen Tiermenschen und wir werden sie so entsprechend behandeln, also wie Tiere, dann ist das menschenverachtend und dann ist das vor allem pervers und dann ist das schon eine Intention zu sagen, ich will die Leute hier alle auslöschen. Punkt 1. Dann gibt es andere Menschen, die gesagt haben, ja Steve, du sagst Atombombe, das war tatsächlich so ein rechtsradikaler Spinner, den kannst du nicht ernst nehmen, war auch der Einzige.
das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Allerdings heißt das nicht, dass man nicht erwägt, Bomben fallen zu lassen, die nicht nur dumm sind, also haben keine besondere Technik, aber dafür eine erhöhte Sprengkraft, um noch mehr Schaden anzurichten. Denn das Ziel ist es, in Gazastreifen so viel Schaden anzurichten, wie es nur eben geht. Und er sagt jetzt halt, wenn die Regierung sich so verhält, wie sie sich halt verhalten hat, mit den ganzen, mit dem Hate Speech und dem Rassismus und auch auf Social Media und im Fernsehen, die haben ja sogar einen Counter laufen lassen, der jedes neue Todesopfer anzeigt. Live im Fernsehen, in Echtzeit. Jedes Mal, wenn der IDF jemanden gekillt hat, ging ein Counter nach oben, zack, ein Terrorist weniger. Die haben gar nicht unterschieden, ob das Zivilisten waren oder Terroristen oder sonst irgendwas. War denen scheißegal. Das ist auch schon eine Absicht. Kann man das einfach ignorieren? Ja, oder wenn ein Ben-Gvir oder noch besser ein Bezalel Smotrich, der ist Finanzminister, meine ich, und der Ben-Gvir ist auch irgendwas in der Knesset, wenn die beiden als Siedler erzählen, sie wollen da unten alles vernichten. Daniel Hagari hat gesagt, es geht nicht um Präzision, sondern es geht um Zerstörung. Wir sind doch alle der Sprache mächtig. Das sind doch Absichtserklärungen, einen Staat, also einen de facto Staat auszulöschen. Das kann man doch keiner erklären, dass das nicht so ist. Natürlich möchte Tobias Huch das nicht so dastehen lassen, verstehe ich. So, und Seppi, ja, mein Traum wäre auch eine Zwei-Staaten-Lösung, wo sie nebeneinander leben, ohne dass der eine denkt, der andere bringt den anderen um. Das wäre super, weil ich würde mich gerne mal Gaza angucken und ich würde mir auch gerne die Westbank mal angucken, ist aber nicht möglich. Denn dann musst du Angst haben, dass du auch als Westeuropäer nicht zurückkommst, weil sie dich nicht zurücklassen, weil du in der Westbank warst. Das musst du dir mal reinziehen. Da gibt es hunderte von Dokus, wo die Stress gemacht haben, also die israelischen Behörden. Die wollten die Leute, weil sie touristisch unterwegs waren in der Westbank, nicht zurücklassen. Einfach weil sie in der Westbank waren und jetzt sind sie Pallis. Das ist irre. Normalerweise ist es so, dass sozusagen die Taten, ne, sozusagen, Absicht wird selten formuliert, aber von den Taten kann man ableiten, okay, da liegt ein Genozid vor. Mhm. Was die ganzen Richter jetzt aber festgestellt haben, was Südafrika auch gezeigt hat, ist, dass die Absicht so offenkundig ist, ja. Wir sind noch gar nicht weitergekommen, ne? Ich laber schon immer eine Stunde hier für das Video, krass. Die haben ja eine Auflistung aller Aussagen zu sagen vorgelegt und die Richter und vor allem so hochinteressant der deutsche Richter, der deutsche Richter, der hat quasi schriftlich dazu geäußert, ich glaube, das musste jeder machen wahrscheinlich, und er hat gesagt, eigentlich, ja, hat die Anklageschrift, die Klageschrift Afrikas ihn nicht überzeugt, aber nachdem er diese ganzen Passagen gelesen hat, wo eben die Frage nach der Absicht eine Rolle gespielt hat, konnte er nicht anders, als so zu stimmen. Also, dass man jetzt quasi dieser Klage nachgehen muss und untersuchen muss. Das ist vielleicht nochmal für die Laien da draußen. Oder wie ja, Seppi, Tobias Huch hat mehrfach erwähnt, dass ich ein Israel-Hasser bin, ja? Schon. Einfach nur, weil ich ihn kritisiere. Nicht, weil ich wirklich irgendwas Feindliches gesagt habe. Muss ich mit leben. Ja, auch Laien. Yeah. Wenn jemand sozusagen des Mordes angeklagt wird, ja? Und da findet eine erste Hörung statt. Und dann kann man dann sagen, nein. Also es ist definitiv, die Beweislage ist so dünn, ja. Wir werden jetzt nicht weiter sozusagen Nachforschung anstellen. Mhm. Wir werden dieser Klage nicht nachgehen. Und das Zweite wäre, ah ja, da sind ja schon einige Indizien da, wir müssen das jetzt untersuchen. Ja. Und Zweiteres ist der Fall. Das heißt, das ist eigentlich eine Klatsche gewesen für Israel. Mhm. Und international hat man es auch genauso eingeordnet. Aber was Deutschland macht und was so Leute wie Tobias Huch machen, erstens, wir verstehen das gar nicht, konsumieren vielleicht schon deutsche Mainstream-Quellen, ja, und wollen aus ihrer komischen Bubble nicht heraustreten. Also die Vorsitzende Richterin hat diese Absicht oder diese Absichtserklärung zitiert von zum Beispiel dem Verteidigungsminister oder vom Präsidenten von Israel. Ja, genau. Isaac Herzog. Der hat sich auch ziemlich blamiert mit seinen komischen Findings bei irgendwelchen Hamas-Kämpfern. Ja. Die sich hinterher als absoluter Fake herausgestellt haben. Und sie hat dann daraus geschlussfolgert, dass einige der Handlungen von Israel unter die Völkermordkonvention fallen können. Ja? Also in diesem Stadium ist es nicht die Aufgabe des Gerichts, das zu entscheiden, sondern erstmal zu prüfen, ob die Bedingungen erfüllt sein können. Und da hat sie gesagt, ja. Vor allem hier ist ja ganz schön, dass man das nochmal sehen kann. Ne? Das ist der Obere, der mit ICJ anfängt.
Da drin steht unten das Zitat von Yoav Gallant, das ist der Verteidigungsminister, wo er gesagt hat, kein Strom, kein Essen, kein Fuel ist ja Benzin, Gas, Öl, whatever du brauchst, alles wird geschlossen. Und dann kommt, we are fighting human animals und wir werden entsprechend handeln. Da, das hat Tobias Huch übrigens, wollte ich euch auch mal sagen, auf TikTok kommentiert, weil das jemand gesagt hat, dass der die als Tiere beleidigt hat oder eingeordnet hat. Und Tobias Huch hat gesagt, nein, das ist eine Lüge. Das hat er nicht gesagt. Er wäre live dabei gewesen, das hat er nicht gesagt. Er hat das Wort Tier nicht gehört. Er steht doch hier. Tobias. Falls du zuguckst. Warum erzählst du Lügen? Guck mal, selbst das IGH hat geschrieben, Yoav Gallant hat Tiere gesagt, menschliche Tiere. Lügt das IGH? Oder lügst du? Hm? Erklär dich mal bitte. Israel hat solche Handlungen begangen und deswegen müssen wir das weiter prüfen. Und diese 30 Tage, die du gesagt hast, die sind jetzt dazu da, dass Israel Beweise dafür vorlegt, sozusagen, dass die all diese precautionary measures einhält, also präventive Maßnahmen einhält dafür, dass Zivilisten nicht umkommen. Netanyahu am 8. Oktober, einen Tag nach den Attacken der Hamas. Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen. Und für die Zuschauer, also später wird der Tobias Huch noch einiges sagen, ja. Und das ist direkt schon eine Antwort darauf. Verteidigungsminister Gallant sagte am 9. Oktober im Fernsehen, es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln entsprechend. Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, sagte am 10. Oktober in Haaretz, wir werfen hunderte Tonnen von Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Diese Zitate, vor allem die letzten, alle drei eigentlich, werden noch sehr zentral sein, wenn es darum geht, Tobias Huch also das Handwerk zu legen. Es ist interessant, wie die israelische Armee, aber auch die israelische Regierung versucht hat, das Narrativ zu verändern. Erst haben sie sich sehr wütend darüber gezeigt, wie da gesprochen wurde über Israel. Netanyahu hat gesagt, niemand wird uns stoppen, auch nicht ein IGH. Internationaler Gerichtshof. Ja. Und interessanterweise, ich habe die Live-Übertragung gesehen, hast du die gesehen? Nee. Und da sollte eine deutsche Übersetzung stattfinden. Ich habe es auch gesehen, komischerweise war die nur in Englisch. ZDF zum Beispiel gesehen. Der Übersetzer hat irgendwann einfach aufgehört, das zu übersetzen. Und dann, als die Sitzung vorbei war, hat die Moderatorin behauptet, wegen Tonproblemen in der Regie konnte die Entscheidung nicht sauber ins Deutsche übersetzen. Ja, Lüge. Es waren nur Tonprobleme. Klar. Und hast du dann nochmal gehört, was gesagt worden ist? Ja, ich hab's mir dann auf, oder was meinst du? Ja, also das, was sie nicht übersetzt haben. Ja klar, ich hab's mir dann auf Englisch angehört. Das war natürlich sehr spannend, das zu hören, weil sie eigentlich Südafrika in vielen Punkten recht gegeben hat. Es war eine riesige Klatsche für Israel. Ja. Aber deutsche Medien haben daraufhin was getitelt? Die dürfen weiter sozusagen sich verteidigen. Genau, ZDF titelt, also ZDF titelt, IGH ordnet keinen Stopp des Gaza-Einsatzes. Das ist ja eigentlich nicht das, was das IGH gesagt hat. An. FAZ titelt, Israel muss Militäreinsatz im Gazastreifen nicht beenden. Ja, das stimmt, aber ist auch nicht das, was gewollt wurde, ne? Unter anderem, das war ja nicht alles. Taz titelt, Taz, die linke Antikriegszeitung. Der internationale Gerichtshof habe gesagt, kein Ende der Kämpfe in Gaza. Das ist so verlogen. ORF sagt, IGH ordnet kein Ende des Militäreinsatzes an. Aber da merkt man ja auch eigentlich, alle haben so ziemlich die gleiche Überschrift. Der Inhalt ist immer gleich. Jüdische Allgemeine, okay, kann man erwarten, Israel muss Bodenoffensive nicht beenden. Das ist einfach nur absurd, weil es nicht der Punkt ist. Genau. Du hast ja die Richter erwähnt, 16-2 war es sehr oft. Ja. Und es ist ja auch interessant zu sehen, wer hat denn dagegen gestimmt. Und das war eben der Repräsentant, der Richter, der aus Israel entsandt war, Aharon Barak. Und der Typ ist auch interessant. Das ist ein Hardliner, ne? Ein richtiger Hardliner. Nein, nein, nein. Das ist eigentlich ein Liberaler und ein Erzfeind von Netanyahu gewesen. Also das ist jemand, der sich zum Beispiel gegen die Justizreform ausgesprochen hat. Hm. Und er hat ihn ganz gezielt dafür eingesetzt, um die Liberalen und Linken in seinem Land auf seine Seite zu bekommen. Ja, wir schicken eben jemanden, der für Recht einsteht und der aber gleichzeitig ein Patriot ist. Also er liebt Israel und er würde ja am Ende sowieso im Sinne Israels handeln und nicht sozusagen für die Regierung. Ja, ich habe da einen Kommentar von einem anderen Experten gehört über diesen Anwalt, dass er schon auch mitverantwortlich war, beziehungsweise die rechtlichen Grundlagen, Absicherungen sozusagen oder also Rückendeckung gegeben hat für viele der Schändlichkeiten, die im Westjordanland stattgefunden haben. Also sehr kritisch. Ja. Das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Wir reden ja jetzt hier nur über Gaza. Über die Westbank und die grüne Linie und die ABC-Gebiete haben wir noch gar nicht gesprochen.
So, normalerweise müsste man Israel auch für das Vorgehen da anklagen, weil das genauso wenig vom Völkerrecht gedeckt ist. Angesehen auch diesen Richter. Die Kampfhandlungen nicht unterbunden werden, weil Israel ein Selbstverteidigungsrecht hat. Was ich jetzt gerne mal machen würde, weil das Video noch sehr, sehr lang ist, ich würde gerne auf die Reaktion von Kaya nachspringen, das ist hier. Weil das Wichtigste von den beiden Jungs haben wir gesehen. Wenn der Browser jetzt mitmacht. Müde überarbeitet. So. Ja, der arme Tobias ist ganz viel am Arbeiten. Hey Leute, was geht oder geht nichts? Heute eine Sonderausgabe vom Tagesguck. Wir haben heute die Yildirim. Die Kela Yildirim möchte sich wahnsinnig gerne äußern zur aktuellen politischen Lage. Was heutige Thema muss ich machen? Gaza! Bist du bekloppt? Das ist so kompliziert. Ein falsches Wort und mein Fahrstuhl ist kaputt. Da lacht er noch, okay? Genau, guck mal, hier grinst er noch. Finde ich noch lustig. Okay. Ist das heute, echt oder? Ich spreche sehr gern über Nahostkonflikt. Dein Leben ist so, wie du es kennst, vorbei. Also, ach, so, und jetzt fängt Tobias Huch schon an, nach 10 Sekunden zu sagen, so. Gut. Es war gut. Nicht so nah wie Ukraine, sondern Israel, Palästina. Etwas ferner der Nahosten. Der erste Opfer von dem Krieg ist die Wahrheit, sagte schon vor über 100 Jahren Hiram U. Johnson. Oder, wie es Tobias Huch selber mal gesagt hat, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Merkt euch das. Das ist zwar nicht von Tobias Huch im Original, aber von Konfuzius. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, merkt euch das. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Könnt ihr klippen. Aber damals gab kein Handy, kein Social Media, nichts. Musste ja, das ist ein guter Hinweis von dem Hintergrund, wie wir überflutet werden mit deutschen Horrorbildern. Als ob Israel gezielt auf Zivilisten schießt. Das sind Och, echt? Ich erinnere mich an eine Szenerie, wo jemand weiße Fahne geschwenkt hat und trotzdem nicht mehr unter uns ist. Interessante ist ja, dass der Internationale Gerichtshof genau das nicht festgestellt hat. Das passiert übrigens auch jeden Tag in Westbank, also. Müssen wir nochmal drauf? Nee, müssen wir. Lass mal sein. Doch, wir haben jetzt genug über Israel gesprochen. Ja, ein Glück, dass wir Social Media haben, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wir hätten eben nicht diese Informationstiefe, wo diese Bilder um die Welt gehen. Dann wüssten wir vielleicht gar nicht, was aktuell in Gaza abgeht. Werden wir darauf angewiesen, dem Narrativ einfach zu folgen von den Mainstream-Medien oder von so einem Tobias Huch. Man verschließt einfach die Augen vor der Realität. Ne? Mhm. Also das ist natürlich das Horrorbilder. Warum? Ja. Weil der Horror da stattfindet. Ja. Er will es am liebsten gar nicht sehen. Es soll nicht in meiner Timeline sein. Ja? Ja, genau. Er möchte in seinem Dachboden sitzen, aber nichts weiter mitkriegen. Das ist so das, was er will. Ich will gar nicht damit konfrontiert werden. Ja, aber ich gebe mir 45 Minuten Propagandamaterial der israelischen Regierung, ja, um dann... Angeblich. Es ist ja nicht bewiesen, dass er das Propagandamaterial der israelischen Regierung überhaupt gesehen hat. Emotionalisiert zu werden. Ich meine, natürlich sind auf beiden Seiten Emotionen am Start. Ja. Ja? Aber so zu tun, ja, als würden die Leute sich jetzt würden die sich radikalisieren, ja, durch TikTok-Videos. Ja, natürlich. TikTok ist der Radikalisierungsplatz Nummer 1. Das ist nicht in der Moschee oder so, nein. Ja, ganz. Oder mit Freunden oder so, nee. Ehrlich? Kennst du diesen Auftritt von diesem FDP-Typen, Linnemann, glaube ich, bei Lanz, wo der hast sagt, gesagt, so, ja, hast du gesagt. Da passiert ja was mit einem. Ja, das haben wir doch auch gezeigt. Und das stört die. Das stört die. Deren Narrativ wird gestört durch diese Videos. Kommt ja, wahrscheinlich ist das Video dann schon von mir online, zu dem Zeitpunkt, wo auch diese Reaction hochgeladen ist. Also Samstag ist geplant. Und glauben, was in Presse las. Und was wurde alles in den letzten 100 Jahren gelogen, ne? Das viel Scheiße wurde erzählt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. I take the fact. Ja, es wird nicht, genau, Massenvernichtungswaffe. Es wird natürlich immer wieder, es sind natürlich auch Kleinigkeiten. Immer wieder hervorgehoben. Kleinigkeiten. Der Bau der Berliner Mauer ist eine Kleinigkeit. Die Massenvernichtungswaffen. 1 Million Tote, das ist eine Kleinigkeit. Das ist ein Fliegenschiss der Geschichte, hat doch mal irgend so ein Penner gesagt, ne? Kleinigkeit. Wo überschnell reagiert wird, weiß ich nicht, so ein Tagesplan, der irgendwo dranhängt. Oder hey, ich frage mich ganz ehrlich, was da nicht in Ordnung ist. Ich weiß, dieser Begriff Kleinigkeit bezieht sich ja so auf irgendwelche Kriegspropaganda von Israel, auf diesen Tagesplan oder was auch immer, ja. Aber allein diese Massenvernichtungswaffe, ja, danach zu sagen Kleinigkeit, auch wenn es auf was anderes bezieht, ja, ist doch einfach ein Riss quasi in seiner Wahrnehmung. Das kann auch nicht sein Ernst sein. Mhm. 1 Million Tote. Aufgrund zu sagen, dieser Falschaussagen. Es geht doch grundsätzlich ums Prinzip der Propaganda.
Ja, also wenn man Propaganda macht, ja, auch wenn man nur eine Falschaussage sozusagen formuliert und verbreitet, kann solche Effekte haben. Das ist die Aussage gewesen, ja, die Yildirim macht. Yildirim, der klüger scheinbar ist und die Sachen versteht er als der, der versucht direkt dazu irgendwie das zu negieren. Ja. Die Massenvernichtungswaffen gehörten zu dem Hauptnarrativ. Das wurde immer und immer wieder von allen Ministern, von George W. Bush und von Regierungsvertretern im Westen verbreitet. Ja, weil Bush keine Möglichkeit hatte, sonst einen entsprechenden Angriff zu rechtfertigen, ist auch klar. Um diesen Krieg zu rechtfertigen, hunderttausende Menschen, Zivilisten, wurden getötet. Insgesamt sagt man über 1 Million Menschen infolge dieses Krieges. Und dann von Kleinigkeiten zu sprechen, ist wirklich das Allerletzte. Nein, du verstehst es nicht. Ich weiß, der hat das aber trotzdem gesagt. Verstehst du? Ja, jetzt kommt noch mit den Massenvernichtungswaffen. Ja, es werden immer so Kleinigkeiten genommen, aber ich will sagen, dass dieser Beweis, der damals in die Luft gehalten wurde, mit diesem kleinen Gläschen, das ist keine Kleinigkeit. Genau. Der Punkt, das habe ich ja gerade formuliert, aber wenn er sagt, jetzt Kleinigkeiten, dann bezieht er sich schon quasi auf das, was jetzt wahrscheinlich im Video von Kayana kommen wird, um diese Sachen. Ja, er will nicht, dass es miteinander verbunden wird. Natürlich. Genau. Ja, aber das ist das Prinzip, ist das Gleiche. Ja, darum geht es doch. Die Struktur der Propaganda. Ist kein Einzelfall. Die gleiche. Ja, darum geht's doch. Und man muss eine Sache noch betonen. Der sogenannte Antiterrorkampf, der danach gefolgt ist, nachdem man sozusagen einmarschiert ist, dieses Regime sozusagen, so wurde es ja genannt, gestürzt hat. Es ist interessant, einfach zu sehen, was dann die Entwicklung war, wie dann der IS daraus entstanden ist. Das sind alles. Ja, vor allem diese Gegend da unten ist jetzt immer noch absolut instabil. Also, was hat es jetzt gebracht, 1 Million Menschen umzubringen? Gar nichts. Und in Syrien ist es genauso scheiße. Alles Sachen, die wird er zum Beispiel negieren, glaube ich. Ja? Bin ich mir ziemlich sicher. Aber man weiß inzwischen, woher oder wohin die führenden Generäle und soweit ich das weiß, ist Daesh entstanden aus zum Beispiel geflüchteten Al-Qaida-Kämpfern. Also eins ergab das andere. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Regierungsbeamte abgewandert sind von Saddam Hussein. Und das waren sozusagen, die waren nicht ideologisiert von der Propaganda des IS, sondern sie wollten einfach sich rächen. Ja. Das verstehen auch viele nicht. Viele denken so, oh, das sind alles so religiöse Fanatiker. Nein, das waren teilweise einfach nur eiskalte Beamten oder Armeemenschen, die gesagt haben, weißt du was, wir werden uns dafür rächen, was uns angetan wurde. Ja, für das ganze Narrativ, ja, was der Westen ja seit 20, 30 Jahren verkauft, ja, mit diesem Antiterrorkampf, das steht so krass auf tönernen Füßen. Ja. Das ist so fragil ist das. Und das Lächerlichste ist zu glauben, ja, also darauf wird es ja auch abzielen, die Terroristen müssen einfach getötet werden. Und danach haben wir das Problem gelöst. Ja, die haben also getötet werden. Also wenn das eine Ideologie ist, könnte man die wegbomben. Genau, als könnte man eine Ideologie wegbomben. Das wird nur schlimmer, aber das wissen die auch. Aber das ist so erscheinbar. Und das, was sie sagen, ist eigentlich der Kernpunkt. Denn Israel glaubt, sie können alles, was die Hamas in den letzten, ja, sagen wir es ruhig mal, 18 Jahren da getan hat, verbreitet hat, in die Köpfe gesetzt hat und was Israel zusätzlich, das darf man auch nicht vergessen, den Menschen angetan hat, indem sie Familienmitglieder töten, dazu beigetragen hat, dass sich die Menschen überhaupt im Gazastreifen radikalisieren. Jeder tote Palästinenser kann, nicht zwangsweise, aber kann unter Umständen dazu führen, dass sich Menschen radikalisieren und dann sehr wohl der Hamas anschließen, weil dort unten kein anderer da ist. Das sagen auch viele Israelis. Sie sagen, es wird für uns unsicherer in dieser Region. Genau, natürlich. Ja. Was denn sonst? Ja. Sowas, wo dann nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag steht, das ist halt alles irrelevant. Das ist halt klassischer Whataboutism. Das kommt das ist klassischer Whataboutism. Nein, das hat überhaupt gar nichts mit Whataboutism zu tun. Nee. Was ist daran Whataboutism? Boah, es ist so erfrischend, mal andere Leute zu hören, dass sie sagen, dass er das falsch einsetzt. Whataboutism bedeutet doch, dass wenn du auf ein Leid aufmerksam machst oder auf ein Problem, du das vergleichst mit einem anderen Problem. Ja, das macht Tobias Such immer. Bei anderen Leid. Aber das ist, darum geht es doch gar nicht. Der weiß nicht, wovon der redet. Genau, du wurde aber zu komplett falsch eingesetzter Begriff. Ja. Ja, also einfach irgendwas hineinwerfen, ja, damit die Leute glauben. Hier geht es um strukturelle Propaganda. Ja. Das ist das, was angesprochen wird in dem Kayana-Video. Hat nichts mit Polo diese Propaganda und dieses irrelevante Ding, ja, was er da sagt, ja, von diesem Kalender, das wurde genutzt, um eine Bombardierung zu rechtfertigen, um die Belagerung zu rechtfertigen, um die Zerstörung eines Krankenhauses zu rechtfertigen.
Das ist nicht irrelevant. Das ist doch Teil sozusagen der Kriegsstrategie. Also zu glauben, es würde nur um Hardpower gehen. Ja. Ja, also es geht ja nur um militärische Angriffe und sozusagen Hamas zerstören. Als würde es Propaganda, Propaganda gibt es nicht. In seiner Welt gibt es Propaganda. Und wenn, dann natürlich nur von Hamas. Ja. Ja, es gibt nur Propaganda von der bösen, bösen, bösen anderen Seite. Aber seine Seite streut keine Propaganda. Aber wir wissen beide, und auch ihr als Zuschauer wisst das, dass Krieg immer mit Propaganda einhergeht. Und zwar in jedem Krieg. Das ist nicht nur Israel-Gaza, das ist auch Russland-Ukraine, das ist auch Zweiter Weltkrieg. Natürlich. Die dann irgendwelche weinenden Frauen aufnehmen oder tote Kinder. Ja. Ja, wahrscheinlich sind es Puppen oder so. Ja, aber ja, Israel macht keine Propaganda. Noch nie gemacht, gar nicht. Ja? Nein, das ist einfach Propaganda. Ja. Und Propaganda wird genutzt, ja, um einen Krieg zu rechtfertigen und um Zivilisten zu töten. Ja. Und unterschiedslos ja, Bomben niederregnen zu lassen. Auf wie viel? 7.000, 6.000? 6.000 Bomben? Mehr als 12.000. Mehr als 12.000 Bomben. Ja, aber das sind ja wahrscheinlich nur so, Roof-Knocking wird wahrscheinlich auch nur gezählt dabei. Ne? Aber egal, darum kommen wir noch wieder zu sprechen. Ne? Aber ihr seht schon, wir kommen nicht voran. Ja, weil einfach lügt ohne Ende. Ja, ein Stuss erzählt. Stuss einfach, ja. Bullshit. Dann vorgeworfen, deutsche Punkte sind nur so ein Beispiel, das ist ja kein Lügen. Die Tunnel sind ja bewiesen, die Kriegsverbrechen sind... Das ist ja kein Lügen, oder? Hey, ich will keine Mauer bauen, 2 Wochen später steht eine Mauer. Hä? Ist ja kein Lügen, nee, okay. Die ja durch die Hamas begangen hat, sind ja bewiesen. Das leugnet aber auch keiner, dass die Hamas diese Gräueltaten begangen hat, sondern es geht darum, also wir wissen alle, dass 1200 Menschen das Leben verloren haben, ne? Ist jetzt kein Geheimnis oder irgendwas, was großartig diskutiert wird. Es geht vielmehr um so Meldungen dazwischen. 40 kopflose Kinder, Babys. Bis heute kein Beweis. Alle, die es gesehen haben wollen, haben hinterher gesagt, ne, haben wir doch nicht gesehen. Das ist Desinformation, das ist Propaganda, das sind Fake News. Klassisch. Darauf geht Tobias Huch natürlich nicht ein. Abgeschlachteten Kinder, ich habe sie ja gesehen. Also. Ja, er denkt, er hat sie gesehen, ja. Beweise dafür gibt es auch nicht. Die Menschen, die lebendig angezündet wurden, habe ich ja auch. Aber das ist ja kein Beweis. Auch gesehen. Das Köpfen von Menschen unter den Rufen Allahu Akbar habe ich ja gesehen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja da. Wo ist es? Ganz ehrlich. Und die 1200 Tote kann man auch nicht wegdiskutieren. Hör nicht auf zu reden. Ich hab doch gestoppt. Na, ganz ehrlich. Mag sein, dass die Hamas das gemacht hat, okay? Aber warum soll ich ihm glauben? Warum soll ich ihm glauben nach all diesen ganzen Lügen? Wie kann man einer Person vertrauen, die so oft unlauter gehandelt hat? Ja, vor allem, dass die Hamas was gemacht hat, das wissen wir ja. Also da brauchen wir jetzt nicht Tobias Huch, um das zu wissen. Und dann braucht es auch kein Wallace, um das zu wissen. Und dann braucht es auch kein Whatever-Menschen, um das zu wissen. Wir haben es gesehen. Das haben wir gesehen. Mit eigenen Augen. Davon gibt es Videos. Viele. Aber von dem, was Tobias Huch da erzählt, gibt es halt keine. Und dann macht es das schwierig, wenn man in der Vergangenheit ein Lügner war und auch jetzt in den Videos am laufenden Band lügt, ihm das zu glauben und besonders, wenn dann Leute fragen, hast du Quellen? Ganz normale Frage. Dann kommt, ich bin die Quelle. Und wenn du mir nicht glaubst, dann lösche ich und banne ich dich. Ja gut, okay, danke für die Unterhaltung. Wir haben das am Anfang aufgezählt. Ja. Und diese Person sagt mir, ich habe das alles gesehen. Welche Videos waren das? Waren diese Videos tatsächlich von diesen Ereignissen am 7. Oktober? Warum gibt es diese Videoaufnahmen nicht öffentlich? Warum darf man sie nicht prüfen? Warum gibt es private Screenings mit IDF-Leuten oder in der israelischen Botschaft? Was soll das eigentlich? Ja. Was soll das? Und zumal, man muss es auch ganz klar dazu sagen, diese privaten Screenings, die sie in den Botschaften durchgeführt haben oder in ganz bestimmten Pressevorführungen, wo Tobias Huch keinen Zutritt hat, offiziell zumindest nicht. Vielleicht können wir mal den Hans Maulwurf aus Berlin fragen. Vielleicht weiß der da ein bisschen mehr. Warum macht man das? Und vor allem, es ist ja dann gar nicht überprüfbar, wie die Sachen zusammengeschnitten worden sind, wie das Rohmaterial aussieht. Denn das müssen ja tausende Stunden an Filmmaterial sein, wenn es 1000 Kämpfer waren. Die hatten ja alle bestimmt eine Kamera dabei und haben das gefilmt. So. Es macht einfach keinen Sinn, das so vorzugehen.
Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, Opferschutz, wir wollen nicht, dass die in der Situation gezeigt werden, dann muss man es aber trotzdem einer wirklich, wirklich, wirklich neutralen Quelle zugänglich machen, dass sie forensisch untersucht wird und gesagt wird, ja, das Material ist echt. Denn heutzutage ist es so leicht, Dinge zu erstellen, die gar nicht existieren. Wie echt sehen manchmal Filmsequenzen aus? Wo wir alle wissen, das ist ein Film. Und trotzdem sieht es so aus, als wenn es real wäre. Manchmal zu real. Das dann hier zu verheimlichen und zu sagen, ja, nee, also das können wir jetzt nicht öffentlich zeigen, ist halt schwierig. Und wenn dann noch jemand wie Tobias Huch, der in der Vergangenheit so viel Scheiße gemacht hat, so viel lügt und jetzt auch in seinen YouTube-Videos immer ganz viel Unsinn erzählt, sagt, vertrau mir, Bruder, habe ich gesehen, noch schwieriger. Owen Jones, was es mir heute erzählt, ich kann es ja vielleicht ganz kurz wiedergeben, bin ich ein guter Journalist, kann man auf YouTube auch auf seinen Kanal gehen, englischer, der war anscheinend, hast du gemeint, auch dort in Israel, hat sich auch dieses 45-minütige Video-Screening. Und Michael Walker, Owen Jones und Michael Walker. Screening gegeben und er scheint nicht so sehr überzeugt davon zu sein. Ich meine, das mit den geköpften Babys, also es kommt ja gleich, aber das mit dem lebendigen Leib verbrannt. Also man zeigt eben Bilder, wie man sieht, wie Menschen quasi bis auf die Knochen quasi verkohlt irgendwo in den Autos sozusagen vor sich hin verwesen. Und darüber haben wir ja geredet. Ja, also das ist sehr häufig wahrscheinlich zurückzuführen auf die Hannibal-Direktive. Und da muss der Tobias Huch vielleicht so ein bisschen seinen Horizont erweitern und darüber nachdenken, wie diese leicht ausgerüsteten, also mit leichten Waffen ausgerüsteten Hamas-Kämpfer quasi so etwas hätten anstellen können. Ja? Dafür brauchst du ganz anderes Gerät. Und wir wissen mittlerweile, ja, es sind so viele Quellen, dass das israelische IDF, also das Militär, ja, da in die Kibbuze geschossen hat. Wie gesagt, da gibt es zu viele, das ist nicht öffentlich, man weiß es nicht, man kann es nicht prüfen, ja. Und dann ihm vertrauen, ihm glauben, ja? Was soll? Der zählt die ganze Zeit innerhalb von den letzten drei, vier Minuten, hat er schon so viel Unsinn verzapft. Nachweislich Unsinn. Und das ist sozusagen, das ist ein Kriegsverbrechen, das habe ich ja gesehen. Noch einmal fürs Protokoll. Da sind Dinge passiert, ja, höchstwahrscheinlich am 7. Oktober, die waren schrecklich. Und ich kann auch gewisserweise dieses Gefühl von Rache verstehen, ja. Aber man muss bedenken, Hannibal-Direktive sehr, sehr entscheidend. Man muss wissen, dass Israel, die Regierung, das Militär einfach alles extrem dargestellt hat. Und selbst wenn das alles passiert ist, ist dadurch zu rechtfertigen, ja, dass 30.000 Menschen getötet werden und davon 10.000 Kinder. Ist. Ich denke natürlich eher nicht. Es ist halt die Frage, was wäre eine reaktive und vernünftige Art und Weise, darauf zu reagieren. Ist das zu rechtfertigen? Nein. Völkerrechtlich nicht. Ja. Definitiv nicht. Moralisch auch nicht. Von niemandem, ja, außer von, naja, Tobias. Also im Beginn eines Genozids. Man wollte ja den Holocaust verenden. Das ist wichtig, Mann. Das ist alles wichtig. Ja, aber ganz ehrlich, das ist so ein unsinniger Satz. Glaubt er das denn im Ernst? Ich frage mich, ob man es glaubt. Ob diese, wie viele Kämpfer waren es damals im 7. Oktober, die hineingegangen sind? Nehmen wir 1.000. 1.000 Hamas-Kämpfer, mit Kalaschnikows, hätten den Holocaust beendet. Natürlich. Das hat er gerade gesagt, die hätten das ja beendet. Die hätten den Holocaust beendet, ja. Das ist die Aussage gewesen. Glaubt er das, was er sagt? Diese Spatzenschleuder-Armee. Also du musst ja quasi davon ausgehen, du musst jetzt auch mal die Aussage von Tobias Huch tatsächlich mal verstehen. Der hat wörtlich gesagt, dass diese 1.000, das ist von mir aus auch 2.000 gewesen sein, Hamas-Kämpfer, die in das Kibbuzim rein sind, 15 Millionen Juden auf der Welt sind es, glaube ich, ne, ungefähr. Wie soll das gehen? 2.000 gegen 15 Millionen. Also die Aussage ist einfach Schwachsinn, ja. Der Terroranschlag von der Hamas war schlimm, aber wenn er das jetzt hier wirklich mit der Vollendung des Holocausts vergleicht, dann ist es Relativierung des Holocausts, mal ganz im Ernst. Dafür müsste man ihn eigentlich anzeigen. Nee, aber das sind Kämpfer, ja, mit ihren Kalaschnikows gegen das israelische Militär, ja. Nee, würden sie nicht gestoppt worden sein, oder hätte man sie nicht gestoppt, dann hätten sie den Holocaust beendet. Das ist der Propaganda-Verzapfte hier. Soll man das jetzt glauben? Soll man diesen Satz ernst nehmen, ja? Oder dient es nur dazu, irgendwie Stimmung zu machen? Denn wenn er diese Begriffe, quasi Juden abschlachten, wird er später sagen, und Holocaust verwendet, dann passiert was in Deutschland, ja? Ja, das macht er ja auch dann bei seinen Kritikern immer.
Er versucht sie dann immer mit Nazis zu framen. Und dann geht natürlich auch bei vielen Zuschauern von Tobias Huch die Lampe an. Oh, Nazi, aha. Und dann kommst du ganz schnell zum Nationalsozialismus, dann kommst du ganz schnell zum Dritten Reich, und dann kommst du ganz schnell zu Holocaust und Shoah. Und schon hat sich ein Bild in deinem Kopf festgesetzt, dass diese Menschen Nazis sind. Obwohl er das Wort Nazi in dem Kontext völlig falsch verwendet, weil Nazi tatsächlich historisch spezifisch ausschließlich für deutsche SSSA-Soldaten gebraucht wird oder NSDAP-Mitglieder. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Ausländer, Italiener, Spanier, Japaner, das waren ja auch Faschisten, das waren aber keine Nazis. Also er missbraucht ja auch die Begriffe und benutzt sie falsch. Das darf man nicht vergessen. Die Leute, die, keine Ahnung, über Jahrzehnte hinweg indoktriniert worden sind, vielleicht auch zu Recht, ja, das war furchtbare Angelegenheit damals, aber was passiert denn dann emotional, ja, die Assoziationsketten, die aufgehen, auch unterbewusst, ja, oh Gott, Holocaust, oh Gott, die wollten Juden töten, ja, und dann wird sozusagen der kritische Verstand ausgeschaltet und das sozusagen wird dadurch induziert und das ist eben der Punkt, der zu kritisieren ist. Ja. Komplett neben der Spur sowas. Das ist Holocaust-Verharmlosung. Ja. Ja, das ist Relativierung und das wäre strafbar, tatsächlich. Wie kann man sozusagen den industriell sozusagen durchgeführten Massenmord, vorsätzliche Wollen der Vernichtung aller Juden gleichsetzen mit 100 oder 1000 mit Kalaschnikow ausgestatteten Hamas-Kämpfern, die nach 10 Stunden wieder sozusagen zurückgebombt worden sind? Kann ich dir sagen, wie man das macht? Indem man einfach sagt, ja, aber die Hamas hat das doch in der Charta stehen. Und damit ist das für Tobias Huch und seine Follower plausibel. In den Gazastreifen. Ja. Bist du jetzt ein Holocaust-Relativierer? Das war eine Frage, ja. Ja. Man kann ja alles Mögliche damit dem Holocaust gleichsetzen. Ja. Wenn das schon der Holocaust ist. Hat die israelische Regierung immer wieder betont, das war das israelische 9-11. Ne? Und da haben wir im ersten Teil gesagt, so, ja, okay, wenn wir sagen, das war das israelische 9-11, wie viele 9-11s hat dann Palästina erlebt, ja. wie in Gaza, in der Westbank? Wie viele? Gucken wir uns einfach die Zahlen an. Oder sagen wir mal so, wie viele versuchte Holocausts? Ja. Das ist absurd, Mann. Das ist nicht ernst zu nehmen. Warum müssen wir uns eigentlich darauf geben? Ihr erinnert euch. Also wenn ihr euch erinnert, dann ihr seid sehr alt. Das ist mein Humor. Diese Desinformation, ja? Also man sagt gezielte Verbreitung. Ich muss mir dabei einen Kaffee machen. Diese Kaffeecam. Ne? Jetzt könnt ihr sehen, was ich euch erzählt habe vorhin. Ja, sein Kaffee. Ja. Warum? Diese ekelhafte Tasse. Ich weiß auch nicht, was das ist. Man sollte mit der Sache... Kein Siebträger ist schon mal richtig schlecht. Ich weiß nicht, was das für ein... Lass mal, der hat gleich so eine Kaffeecam. Ja, warte. Da hat er aber recht, ne? Also, dass der Tobias Huch als Espresso-Trinker keinen Siebträger hat. Schlecht. Der benutzt also eklige Espresso-Pads. Dann kann man auch Chemical Ali oder so solche Leute als Beispiel nehmen. Und Saddam Hussein, der die ganze Zeit gelogen hat. Und der... ja, auch nachweislich. Ich finde es auch immer so geil, wie schnell er so aus sich rausgeht, so, ja, die haben alle gelogen, während er selber gleichzeitig die ganze Zeit am Lügen ist. Zehntausende Menschen vergast hat. Also klar, ja. Das bestreitet ja auch keiner. Digga, lass, komm, lass uns. Leid, Mann. Ich weiß, du sagst, dass du nicht darauf eingehen, ne? Aber das stimmt einfach nicht. Ich habe den CIA-Agenten interviewt, der genau das herausfinden sollte. Der Saddam Hussein interrogated hat, der ihn verhört hat. Der zu George W. Bush gegangen ist und gesagt hat, hey, wir haben alles abgecheckt. Das ist aber höchst interessant. Hat Tobias Huch jemals so ein krasses Interview geführt? Mit solchen Leuten? Nee, ne? Alle Dokumente, alle Befehlsstrukturen, was auch immer. Wir haben alles uns angeschaut. Und Saddam Hussein hat nicht sein eigenes Volk vergast. Der hat ja zum Ende seiner Herrschaft die Macht verloren über den Irak. Und viele, viele Generäle haben einfach individuell Entscheidungen gefällt. Und einer dieser Generäle soll diesen Befehl gegeben haben und in Halabja und so weiter Giftgas eingesetzt haben gegen sein Volk. Und als Saddam Hussein herausgefunden hat, dass das getan wurde, ja, war er sehr wütend und soll gesagt haben, ey, du wirst uns, also hat zu diesem General gesagt, du wirst uns vor der gesamten Welt losstellen, wenn Iran herausfindet, dass Schiiten angegriffen wurden, getötet wurden durch Giftgas. Und er wollte das nicht. Das wäre dumm gewesen in dieser Zeit. Wie auch immer, hier erzählt er wieder mal. Seppi, ich könnte mit Sicherheit mal ein Video drüber machen. Ich müsste mir da noch ein paar Sachen zusammensuchen. Das könnte man auch mal verarbeiten irgendwann. Schluss. Aber
Er inszeniert sich hier natürlich als großer Kenner. Ja, aber Kaffee? Lass mal diesen Kaffee aus dem Automaten sehen. Aber die Kaffeecam. Ja. Siehst du? Er hat jetzt das Schmutzwasser aus der La Piccola Piccola genommen. Weil das läuft ja auch einmal durch. Das ist ja bei jedem Kaffeeautomaten gleich. Auch bei der La Piccola Piccola. Er schüttet das jetzt irgendwo hin. Keiner weiß wohin, weil der Kotzkübel steht oben. Die Popcorn mit der Aluhut-Alu-Form, die er da benutzt, steht auch da. Also da kann er es auch nicht reinkippen. Was steht denn da auf dem Boden noch? Wie viele Kübel und Eimer hat er denn da stehen? So, er hat es weggeschüttet. Was ist das? Und stellt es gleich wieder hin. Du machst so ein und lässt den Kaffee durchlaufen. Also den Espresso. Humor. Ekelhaft. Ich finde, das Thema ist zu ernst. Gerade Automat gibt es keinen guten Kaffee. Aber das gehört natürlich zu seiner Inszenierung. Ne? Das gehört zu seiner Inszenierung. Er ist ja der krasse Journalist. Oder Chai mit Staatschef. Darf ich weiter ganz kurz? Darf ich mal vorlesen, was in seiner Personalie steht? Bei Yahoo. Können wir das überspringen? Weil das ist jetzt gar nicht mal so wichtig, was da bei Yahoo steht. Das könnt ihr euch nachher später selber angucken. Da wieder. Über 20.000 Toten sprechen. Natürlich haben wir da 10.000 Hamas-Terroristen drunter. Ja, natürlich haben wir da 10.000 Hamas-Terroristen drunter. Bis heute kann kein IDF-Mitglied, Tobias Huch, Hans Maulwurf aus Berlin, Messerstecher oder sonst irgendjemand erklären, wie die Unterscheidung stattfindet. Aber toter Mensch ist tot. Herr Seppi, guck mal, Tobias Huch hat versucht, mit allem Geld zu verdienen, ist aber meistens gescheitert. Ich glaube, das erfolgreichste und meiste Geld hat er wirklich mit dem Gina-Lisa-Video gemacht. Das ist richtig. Oh mein Gott. Warte mal, das weil mit YouTube, auch wenn das einige Klicks bringt, ein paar tausend Euro im Monat vielleicht, aber ist weit davon entfernt, reich zu sein. Will ich aber jetzt wissen, aber wo hast du, weißt, hast du irgendwie herausgefunden, wer diese Zahlen hat? Medinho, danke schön für die Nachricht. Freue ich mich drüber. Also ist ein 20.000... Und entschuldige, wenn ich was müde rüberkomme, aber ich bin jetzt auch schon 4,5 Stunden hier am Quatschen. Das war gar nicht mal so unanstrengend. 1.000 Tote und davon sind 10.000 Hamas-Kämpfer. Das heißt, das israelische Militär ist sehr präzise. Die haben quasi diesen ganzen Flächenbombardement tatsächlich 50% Erfolgsquote. Die Frage ist natürlich, woher die Zahlen her hat. Er sagt uns das nicht. Ja, IDF hat er mal in einem Video erzählt. Er hat das von... IDF. So, und dass das IDF Zahlen beschönigt, damit es besser selber dasteht, wissen wir auch. Also die israelische Armee hat keine Ahnung. Ich werde gleich auch ein Interview... Ja, woher auch? Ja, sie knallen einfach alles über den Haufen oder beziehungsweise haben aus der Luft Bomben abgeworfen und Raketen geschossen und ja, da kann man halt schlecht nachzählen, wie viele es denn wirklich waren, ne? Wir zeigen, an einer anderen Stelle wird das wieder behaupten und da passt es, glaube ich, noch besser. Interview, wo es darum geht, dass die keine Zahlen haben. Die haben keine Ahnung. Ja, das hab ich auch ausgesucht. Ja. Die wissen nicht. Exodus, bei jedem einzelnen Satz muss man den so krass berichtigen. Das ist schon. Wir kommen nicht voran, seht ihr? Okay. Weil normalerweise, wenn ich Videos erstelle über Tobias Huch, müsste ich alle 2-3 Sekunden stoppen und ihn korrigieren und das geht einfach nicht, ne? Das einfach als Symbol irgendwann abbrechen und sagen, komm nicht mehr weiter, das ist so viel Fake News. Naja, Seppi, das Lustige ist, er hat Geld gesammelt. Für ABK, Hass und Hetze und den ganzen Kram, wo er extra sogar noch so eine Spendenkampagne gestartet hat und hat dann irgendwie über 5.000 Euro gesammelt, das locker gereicht hätte, um diese 5.000 Euro, die er für die Anwälte braucht, zu bezahlen und hat dann gesagt, das reicht nicht, ich brauche mehr. Weiß ich nicht, ist alles ein bisschen seltsam. Und er hat auch behauptet, er zeigt die Rechnungen der Anwälte, dass er das bezahlt hat, bis heute nichts. Ich weiß auch bis heute nicht, ob er das bezahlt hat und ob er das mit den Spenden bezahlt hat und ob er wirklich 5.000 Euro bezahlt hat. Keine Ahnung. Ja, okay. Komm nicht hinterher. Und das ist alles nicht schön. Also mein Humor hält sich da in Grenzen. Oh, bist du gerade bei dem Leid auch in Gaza, was die Hamas angerichtet hat. Aber wenn das doch so ein ernstes Thema ist, dann lügt doch auch nicht. Das ist so krank. Mal schauen, wie es da steht. Das geht die ganze Zeit so. Das ist einfach falsche Information, okay, wir um zu lügen. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Fehlinformation auch scheiße, aber ist nichts bewusst, weil man ist doof. Also so wie ganze Social Media. Guck mal, es gibt zum Beispiel falsches Zusammenhang. Na, Seppi, sagen wir mal so, die Frage ist ja, wer kommt denn? Wenn die jetzt abgelöst werden sollten,
wer könnte denn da kommen und wer macht's dann? Die Frage ist ja auch, wenn du die Zwei-Staaten-Lösung dann hast, welche Regierungsform? Präsidentschaft? Die repräsentative Demokratie, Föderalsystem? Weil Gaza und Westbank, die sind ja nicht connected, die sind ja quasi voneinander getrennt. Also müsstest du ja da auch ein Föderalsystem eigentlich haben. Und dann wäre Gaza ein Bundesland vielleicht sogar, ein Bundesstaat vielleicht. Und die Westbank, der Negev und die grüne Linie, ABC-Gebiete wären dann quasi die der zweite Bundesstaat. Oder man sagt, ABC sind tatsächlich eigene Gebiete, keine Ahnung, wie man das dann aufteilt. Du musst ja auch vor allem alles, was israelisch ist, auch von der Westbank trennen. Das kommt dann noch dazu. Ja, aber wie ist das Parlament da aufgebaut? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. So ein Parlament wie in den USA zum Beispiel finde ich blöd. Und das mit dem Unter- und Oberhaus in UK, weiß ich nicht, ob ich das gut finden würde. Desinformation. Ja. Dieser Typ sagt, Rakete wurde gefeuert auf Tel Aviv. Aber Bellingcat ist ein Faktchecker aus Niederlande. Wo kommt er, Rudi Carrell? Hat er herausgefunden, Video 3 Jahre alt. Ist aus Syrien. This video that appeared to be shot at night. Also das sieht man ja auch schon an den Raketen, dass das nicht aus Gaza kommt, ne? Das ändert ja nun wirklich nichts daran, dass Tel Aviv fast täglich bombardiert wird durch Raketen. Also das leugnet ja auch niemand, genau das ist das Problem. Sorry, nur weil irgendein Trottel ein Uralt-Video nimmt, was in Syrien aufgenommen ist, ändert das nichts an der Tatsache, dass Tel Aviv bombardiert wird. Er rafft überhaupt nicht, hier geht es einfach nur um ein Beispiel, ja, das oft genutzt wurde von Faktencheckern. Ja, und vor allem hier geht es um ein Beispiel von Desinformationen und ein Beispiel von falschen Informationen. Und er münzt es direkt wieder. Ja, aber Tel Aviv wird doch trotzdem angegriffen. Ja. Das hat auch keiner verneint. Und genau das ist das Problem. Somit umgeht er auch die Auseinandersetzung mit dem Thema eigentlich und wirft eine Nebelkerze und einen Strohmann. Auch wenn es kein richtiger Strohmann ist. Von diesem Paul Golding zum Beispiel. Auf den geht er ja nochmal gleich ein. Aber hier geht es nur darum zu zeigen, was ist ein falscher Zusammenhang. Ja. Und er denkt, hier wird relativiert, dass irgendwelche Raketen auf Israel, Tel Aviv geschossen wurden. Das spielt gar keine Rolle. Selbst wenn er das vorbringt, ja. Yeah. Also ganz ehrlich, das kannst du doch nicht ernst nehmen. Yeah. Er soll einfach mal mir eine Zahl zeigen, wie viele Menschen sind in Tel Aviv. Also ich bin doch auch in den Bunker geflohen, mehrfach. Okay, sorry. Unter Raketenalarm. Ich habe die Dinger doch gesehen. Erzähl doch gerade wieder. Ich habe die Dinger doch gesehen. Ich bin doch auch in den Bunker geflogen. Geflohen. Den Bunker geguckt. Das ist ja gerade das. Er will kein Scheiter davon erzählen. Das ist ja absurd. Er hat ja eine SMS bekommen. Und dann ist er in den Bunker gegangen. Da ging die App hier an. Alle, weißt du was? Stell dir mal vor, Tobias, ja? Du hättest keine SMS. Ja. Du hättest keine App. Und du hättest noch nicht mal eine Sirene. Dann, wenn du keine App, keine SMS und keine Sirene hast, willkommen in Gaza. Und kein Bunker. Und kein Bunker. Gar nichts. Und dann kommt die Rakete. Wo gehen die Menschen hin? Und das in Gaza 12.000 Mal, hast du gesagt? 12.000 Bomben? Wahrscheinlich. Ist doch egal, wie viele, ja? Das ist die Realität. Und das willst du vergleichen. Ich meine, ist das dein Ernst? Denk mal drüber nach, was du da von dir gibst. Und deine Rede da vor dir, Hamas sei verantwortlich oder sei schuld gewesen. Das ist so ein Quatsch. Das ist von vorne bis hinten einfach nur die israelische Propaganda wiedergegeben. Hier geht es lange nicht um Hamas. Ja, Hamas. Es geht überhaupt gar nicht darum. Das habe ich ja vorgelesen. Das ist ein systematischer, eine ethnische Säuberung und ein Genozid an das palästinensische Volk mit dem Ziel, einfach diesen Gazastreifen zu räumen. Man will die zivile Infrastruktur einfach kaputt bomben. Dafür gibt es mittlerweile so viele Beweise. Das sind dann übrigens auch Menschenrechtsverletzungen, ne? Und Völkerrechtsbruch, wenn du absichtlich die Infrastruktur zerbombst. Gaza wird einfach zu einer Stadt aus Ruinen gemacht, ja? Ja, die wollen den Gazastreifen unbewohnbar machen. Das ist das vordergründige Ziel. Da geht es gar nicht darum, die Hamas in irgendeiner Weise zu bekämpfen. Das ist nicht das Ziel. Denn wenn du den Gazastreifen unbewohnbar machst, müssen die Leute so oder so gehen. Auch die Hamas müsste dann gehen, weil die Hamas dann da auch nicht wohnen kann, weil sie dann auch nicht da regieren.